Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alpha Saphir. Heute habe ich mir etwas Unterstützung mitgebracht. Den kennt ihr nämlich schon, den lieben. Hallo, hey, hu. Yeah! Hallo! Hart. Hey, was so, geht? Was geht? Wir sind übrigens im Heimgeschehen-Fenster und empfangen ein kleines Geschenk. Ihr könnt euch vielleicht an die Tatsache erinnern, dass man Shiny Tannhehl bekommt. Ich verzeihe meine Stimme heute, weil ich bin massivst erkältet, ja. Und deswegen habe ich mir auch den Justin für ein paar Parts mal so ausgeborgt. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ja, stimmt nicht so. Ja, wir kuscheln miteinander und suchen ein Geschenk. Es ist zwar noch kein Weihnachtsgeschenk, aber man kann es auch als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bezeichnen, oder? Ja, erstes Adventgeschenk. Ja, guck mal. Ein schillerndes Tannhehl. Dieses Tannhehl ist nicht nur ein schillerndes Exemplar, sondern trägt auch noch einen Megastein bei sich. Dann übrigens auch ist sehr interessant, guck mal oben. Oben ist ein normales Tannhehl, ne? Ich weiß. Ja, dass sie das mit den Icons immer noch nicht gefixt haben, ich verstehe das irgendwie nicht. Aber das Geschenk nehmen wir trotzdem an. Und jetzt muss es aber shiny sein, ne? Yep. Ja. Yes. Bitte hole es von der Lieferantin in einem Pokémon-Center ab. Empfangsdatum. Ich würde es euch auch unbedingt raten, noch nachzuholen, falls ihr das nicht getan habt, ne? Und dementsprechend gehen wir jetzt mal dringend ins Pokémon-Center. Und du wirst kaum glauben, ne? Ich habe noch nie so viele Pokémon mich direkt am Anfang entschieden, die ich später trainieren soll, ne? Ich glaube, das war sogar bei Smaragd nicht der Fall. Ich glaube, bei Smaragd habe ich noch diese 3 Pokémon und 3 VM-Sklaven-Taktik gehabt. Aber ja, das ist. Bei Smaragd ist das aber echt krass. Man braucht hier sau viel Wasser und VMs und sowas. Man sollte, glaube ich, immer 2 Wasser-Pokémon im Team haben bei Smaragd. Und Saphir und so. Ja. Weil ich glaube, so dann, wenn du zum Beispiel Sumpex als Starter hast, ne? Dann willst du ja nicht den Pokémon so alle Attacken beibringen, die später nochmal verlernen lassen, dann wieder neu beibringen, irgendwas anderes, ich weiß nicht. Ja, so der übliche VM-Sklave ist ja Zickzack, ne? Den hatte ich jetzt auch dabei. Aber du musst mal. Mitnahme, perfekt. Ja, pass auf, du musst dir einfach mal das andere Zickzack angucken hier. Das ist doch so krank. Einige Pokémon können Spezialattacken, ne? Und dieses Pokémon konnte Charm als Spezialattacke für den Tackle. Ja, also hat es noch nicht mal einen Angriff? Ja, es hat keine Angriffsattacke bis Level 10. Elbasto? Elbasto, ja. Das ist auf die Box verbastot. Ja, so, super. Ja. Dann ihr, das müsstest du doch sein, ne? Yay, ich hab's bekommen! Und ich möchte dir einen Spitznamen geben. Es geht okay. Nicht. Warum kann ich dem keinen Spitznamen geben? Wahrscheinlich. Aber du hast. Nein, ist okay. In der nächsten Teil ist der Namensbewerter. Ja, guck mal, da steht aber OT Troy. Ich kann ihm gar nicht einen Spezialnamen geben. Guck mal, es kann schon. Alter, es ist Level 5 und kann Eisenschädel. Und sein Kopfstoß. 80er Attacken. Weißt du, was für einen Vorteil wir gleich in der Arena haben? Oh. Ne, was für eine Arena, meine Damen und Herren. Welche Arena, ne? Ach, wir sind doch auf Route 106. Wir sind doch auf Route 106 und kämpfen gegen einen Angler. Was für eine Arena. Gut ausgewichtet. Ja. Arthur, bitte, Tacher. Ja. Also muss ich dir das erst, also so richtig zum ersten Mal, weil ich mich eigentlich nicht so krass spoilern lassen wollte, aber ja, ist mir jetzt auch egal. Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also bei mir war das auch der Fall gewesen, ja. Und ich habe gesagt, ich will nicht unbedingt so gespoilert werden von diesen, es gab ja immer wieder diese tollen Videos, wo du sehen konntest, okay, das wird's in der Version Alpha Saphir und Omega Rubin geben, ne? Ja, du willst dann ganz normal auf dem Farbbild noch was draufsteht oder... Ja, aber irgendwo habe ich dann auch gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil dann, wieso kaufe ich mir überhaupt das Spiel, wenn ich doch eh schon alles gesehen habe, ne? Und da habe ich auch gesagt, ich will zwar einige Sachen sehen, aber nicht alles, ja, weil irgendwann hast du auch keine Lust mehr, das Spiel zu spielen. Ja, manche reizt es dann halt auch, das Spiel selber zu spielen, wenn man irgendwie was sieht, zum Beispiel mal mit Spare oder sowas. Wenn man sich Eindrücke sammeln möchte, ist sowas natürlich ganz gut, aber man sollte, naja. Ja, man soll es halt nicht übertreiben, ne? Was ich auch ganz lustig fand, der Angler hat von der Toilette gesprochen, aber bis heute gibt es keine Toiletten im Häusern. Doch, es gab, glaube ich, nein, dass man einen Stuhl und sich draufsetzen konnte in XY. Bummels, okay.
Oh, ich liebe Pommes, das sieht so knuffig aus. Ey, übrigens, mir fällt gerade auf, der Trainer hat gar nicht existiert, ne? Weil hier stand nämlich auch ein Angler. Ja, weil hier stand nämlich auch ein normaler Angler. Da stand ein Wanderer. Ja, aber der hatte keinen Bummes. Wollen wir wetten? Ich blende Retro-Trivia ein. Nein, der hat keinen Bummes, das ist mir schon klar, aber trotzdem. So, dann machen wir mal Fruffy. Fruffy ist übrigens mein Schwalbini. Hat es irgendeinen Spezialattack oder sowas? Nee, leider nicht. Bei einem Kollegen von mir hat sein Schwalbini, glaube ich, Himmelsfeger oder sowas als Spezialattacke bekommen. Alter, das ist doch krank. Ja, ist es auch. Tagedieb! Das war ein 100er Attacke, oder? Ne, 150er war das, ne? Ich weiß gar nicht mehr, 120er? Ne, 140er. Ich glaube, Himmelsfeger ist einer der wenigen Attacken, wo überhaupt 140 hat. Genau, und halt plus Step halt noch und dann... Ja, Schwalbini hat am Anfang zwar nicht so einen krassen Angriff, aber trotzdem zieht es noch richtig viel ab. Oh, nicht schon wieder Tagedieb. Was ein Glück. Gerne. Ich will auch sowieso schlafen. Super. Yay, Bummel's tot. Durch einen Volltreffer. Wir sind beide echt erkältet, oder? Ja, es geht. Also, ich hatte jetzt. Die letzten Tage hatte ich Halsschmerzen und sowas, aber es geht, ja. Du hingegen scheinst an der Küste aufgewachsen zu sein. Die Wellen haben dich offensichtlich gestählt. Naja. So komisch, wie die aussehen, richtige Sunny Boys. Ja, voll die Sunny Boys. Für mich keine Wanderer mehr. Für mich gibt's einfach nur diese dicken Wanderer, wie es den hier in der Höhle auch gibt. Also müsste ja ein dickerer Wanderer sein, der jetzt gleich auftaucht. Ja, ich hoffe es zumindest, sonst ist uns mein Weltbild zerstören. Ich habe mir auch extra noch Schutz gekauft im letzten Part, weil ich wusste, es halt in Fausterhafen keinen Shop gibt. Hol dir doch einen Aaron. Oder wie das... Leute, ist es... Alter, wie sieht denn das aus? Na, auf jeden Fall gibt's hier vorne Blitz. Hol dir doch so ein, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Aaron. Das Stahl-Pokémon. Stoll-Junior? Stoll-Junior, genau. Was ist das denn? Das eins. Hey, nicht vordrängeln. Muss ich mich jetzt anstellen? Ich glaube, du musst jetzt mal zur Arena, oder? Ja, ich muss... Also, die Typis gab's vorher nicht. Du konntest Troy sogar vorher, also vor der Arena. Ja, ja, klar, du konntest direkt links hergehen. Ich weiß das schon. Weißt du, wie oft hast du in Pokémon Saphir und Rubin gespielt? Also, Smaragd? Du wirst lachen. Also, Rubin und Saphir habe ich relativ häufig oft angefangen. Aber meine Smaragd ist ungelogen das erste Spiel drauf noch. Bis heute. Es hat 600 Spielstunden oder so. Ich kann mal einen Screenshot von posten, wenn man es mir nicht glauben mag. Aber es ist... Echt so, unglaublich, dass ich das... Ich hab, glaube ich, 20 Mal das Spiel schon durchgespielt. Ich kann einfach nicht anders. Ich liebe diese Edition einfach. Und ich glaube auch, dass der Remake sich nicht vor die Original-Edition rankt. Weil, ich weiß nicht, Gameboy, das Feeling allgemein schon. Ich finde einfach die Grafik auch beim Gameboy viel besser. Ja, ich sag mal so, also das Retro-Feeling, das kommt natürlich bei so einer Bombengrafik, wie wir sie hier haben, nicht im entferntesten... Zustand. Ja, aber guck mal auch schon das unten mit dem Fernseher. Das finde ich schon wieder richtig cool, weil es auch so mit Pixel gemacht ist. Hast du mal übrigens ist Poké-Navi gesehen? Also so, wenn du die Pokémon fängst hier. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist geil, ja. Weil das sieht man tatsächlich die Originalgrafik. Und das, ich muss nochmal betonen, das Intro, das war so genial gewesen und herzzerreißend eigentlich schon fast, ja. Ich fand das cool, dass es dann dass der Junge dann oder das Mädchen diesen Gameboy halt in der Hand hatte und dann. Ja, eben, weil das ist einfach so. Ah, hast du gelesen, Hals und Beinbruch wegen Kampf. Ja, Hals und Beinbruch, das hat er aber das hat er übrigens aber auch letztes Mal gesagt, ne? Ja, schade. Ja. Weißt du, willst du jetzt Tunnel vielleicht trainieren? Du hättest ja vielleicht Chancen mit Psycho-Angriff, mit seinem Kopfstoß. Ja, ich hab den P-Tyler ja an. Noch. Ach so, das ist ein bisschen. Ja, ich will ihn noch nicht ausmachen, weil leveltechnisch, sage ich mal so, sind wir noch auf Augenhöhe. Also ich würde schon lieber gern so paar 2, 3, 4 Level stärker sein. Aber siehst ja, Meditier überlebt den Flügelschlag. Ja, könnte kontern, wenn es wollte. Er hätte auch Zip machen können. Ja, ich war mir aber nicht sicher, ob er Trank, ob sie Trank hat. Wobei Meditier macht doch nicht Konter, Dad. Hat Mediti Konter? Ich glaube nicht. Ich glaube, Mediti macht immer... Geduld kannst. Geduld und diese Fokus-Energie macht's, glaube ich, auch. Jawohl, Fokus-Energie macht eher Macholo. Was geht?
Ah. Ach, das erinnert mich irgendwie an... An die Arena, weil da war es ja auch ja. so, dass es dunkel ist. Da war es auch, da war es zwar dunkel, aber du musstest nicht auf den Schalter treten, sondern im Prinzip jedes Mal, wenn du jemanden besiegt hast, ist es ein bisschen heller geworden. Ja, ich weiß, aber das finde ich auch cool. Das hat man hier gut umgesetzt, also. Ja, ich denke, der Blitz funktioniert halt so, du setzt Blitz ein und dann ist die ganze Höhle hell. Deswegen konnten sie es natürlich hier schlecht so machen. Ja, Alter, Maholo überlebt ja hier den Dings ganz schön gut. Ich weiß nicht, denn was ist denn das für ein Typ? Also was hat das für Werte? Ich weiß nicht, also Maholo hat normalerweise nicht mal so gute Verteidigungswerte, aber ich muss auch sagen, nein, Schwalbini mit dem Angriff. Ja, ich glaube, Schwalbini ist nicht so der Angriffstyp bei mir. Normalerweise ist es ja richtig Bombe im Angriff, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich so. Glaube, Schwalbini geht allgemein nicht so krass auf Angriff. Ich glaube eher nur so auf Dings, auf Trollendum Speed, nämlich. Oh, es ist schwerer. Du musst 2 Schritte nach vorne, dann nach links und dann einfach versuchen, die Wände mitzunehmen. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch mal gucken, dass ich hier meine Pokémon heile, weil Schwalbini hat ja ganz schön einstecken müssen, leider. Ach. Ach, Supermärkte sind jetzt nicht mehr... Nein, aber ich hätte es auch, um ehrlich zu sein, doof gefunden, wenn jetzt die Supermärkte im Pokémon Center wären, weil dann hättest du ja nicht das mehr hätte die... Ja, das hätte ja wieder das zerstört, was es im Pokémon Saphir gab. Und hier gab es ja in der ganzen Stadt kein Pokémon Ja, eben. Und in vielen anderen Städten auch nicht. Wiesenflur und... Entsprechend war das vielleicht nicht so unglücklich. Ich habe es aber auch nie verstanden, warum es da keinen Supermarkt gibt. Also hier vielleicht noch, weil es so eine Insel ist und weil man da... vielleicht nicht so schnell die Sachen hinladen kann für die Pokémon-Center und sowas all, aber so allgemein im Wiesen. Alter, was geht denn da ab? Hast du es gerade gesehen? Ja, das ist ein bisschen schwerer. Ja, ein bisschen, ne? Ja, wir können es doch ganz einfach machen. Du stellst dich einmal drauf, ich screenshotte das und sag dir, wo du hingehen musst. Das rechts, rechts, gut, nein, links, links, ich hab's gespiegelt. Kennst du diese, früher bei Kika oder so, kann man diese Tabaluga-Sendung, kennst du die? Mit so Spielen. Ach so. Da war ja dieses Eisspiel. Ach, dieses Eisfeld. Boah, das war sau böse bei 1, 2 oder 3, ne? Ja, ja. Alter, das Eisfeld. Da hallo. Da muss ein anderer halt sagen, wo das Mädchen oder der Junge dann her muss halt. So. Links, links, rechts. Ja, rechts, und ich hab immer vor dem Fernseher gesessen. Nein, nicht links, nicht links. Links. Ja, da fiel man immer mit. Ja, und dann wurde das Feld immer rot und dann, oh nein, ich habe doch gesagt, du sollst rechts gehen, aber ich wusste als kleines Kind halt eben nicht, dass man nicht durch den Fernseher hören kann. Dann kam dieser, oh, wie heißt der nochmal, der Schneemann von Tabaluga. Oh, wie heißt der nochmal? Das ist so einen komischen winterlichen Namen. Oh, das kann mir doch. Und er hat ein eigenes Fitnessstudio mit 3... Drei. Ja, also ich habe auch mal für eine Person so... Ja klar, also das ist das nennt sich Job Rotation, ja? Also du fängst hier an und hörst dann da auf. Alles 10 Minuten lang oder was? Ja klar. Ich will jetzt aber erstmal, muss ich dir ganz ehrlich sagen, meinem Schwalbini eine Singlebeere geben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das kann auch schnell in die Hose gehen, was wir hier machen. Ja. So, am Anfang... Aber du hättest ja immer noch so für den Fall der Fälle noch ein Morabbel, was du einsetzen könntest. Und ich habe auch gesehen, dass du noch einen Beleber hast. Also ja, den haben wir zum Glück noch gefunden. Soll ich mal an. Vorlesen? Ja, lest du mal vor. Ich meine, mit meiner Nase wird das wohl eher weniger was heute. Okay. Ich bin Camillo, der Arenaleiter von Faustauer Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert. Und sowohl in einer Höhle in der Nähe der Stadt, als auch an den Gärten hier in der Arena trainiert. Gräten. An den Gräten, ja. An den Gräten, meine Damen und Herren. Die Fische mögen Camillo. Du willst mich wirklich herausfordern. Dann zeig mir, was du drauf hast. Boom, boom. Voll der protzige Typ, ne? Ja. Arenaleiter Camillo fordert uns heraus und sendet wie immer Maholo in den Kampf. Alter, jetzt müssen wir um die Fitnesstrainer herum kämpfen. Level 14, ne? Wir wissen aber, dass das gefährlich werden kann. Ja. Weil der Flügelschlag zieht nur ungefähr die Hälfte ab. Volltreffer. Hä? Alter, warum hat jetzt auf einmal das so viel abgezogen? Weil ich halt Camillo bin und Camillo ist halt cool. Ja, pass auf, jetzt kommt Drang. Super Drang, und jetzt wird er da umgekommen.
Der wird da, du wirst einen Volltreffer machen. Komm. Nochmal Flügelschlag, aber das überlebt es nicht mehr. So. So, jetzt pumpen wir uns schon K.O. Alter, das geht sau schnell mit den Arena-Leitern. Sebastian versucht Geduld zu erlernen. Ich glaube, das könnten wir ihm mal beibringen. Gegen Tackle. Sebastian, nicht Sebastian. Wir sind hier nicht in England oder in Amerika. Psst. Takeo Level 17. Dann hier Level 9. Wer ist denn Takeo? Das müsste. Warte mal, das zeige ich dir gleich. Ich glaube, das müsste unser Knitz sein, soweit ich weiß. Ja. Ist auch übrigens ein Kampftyp. Kann bestimmt Mogelhieb, das Makuhita. Würde mich nicht wundern. Glaubst du? Ich würde eher sagen, dass er so Dings hier Turmkick raushaut mit seinen coolen Füßen. Ich glaube, es haut gar nichts mehr heute raus. Weißt du warum? Ich hab Camelo besiegt! Oh mein Gott, du und dein Team. Oh Mann, ich wollte aber sagen, wie hast du mich besiegt? Nicht schlecht. Nicht schlecht, in diesen Orden, du hast ihn dir verdient. Aber ich muss sagen, ja, eigentlich hast du den nicht verdient, aber okay, hier, bitte. Wir nehmen dir wieder. Ja, dank des Knüchelhorns werden dir alle Pokémon bis Level 30 geholfen und auch die du per Tausch erhalten hast. Ach ja, hier, damit kannst du bestimmt auch was anfangen und guck dir mal deine Muskeln an, Digga, das geht gar nicht, Alter. Mach mal ein bisschen hier Training und so. Kannst du öfter mal bei mir hier trainieren? Ja, ein bisschen rumprotzen halt, ne? Ja, der Attacke Protze sagt für kurze Zeit, blablabla, Muskelbrotz mit den Eindarsch schießen, sein Angriffsbereich. Ja, und natürlich geht der Angriffs- und Verteilungswert dadurch in die Höhe und das wollte der Silo hier sagen. Ach ja, du warst schon in der Granithöhle, sie liegt nördlich der Stadt. Ah ja, einen Bekannten. Woher wissen wir denn, dass Camillo auf einmal Troy kennt? Ah, ist mein Bruder. Ja, natürlich, klar, sicher, immer. Darf ich auch treu sein? Darf ich auch treu sein? Ja, du darfst treu sein. Ja. Und ich bin Schwester Joy. Sollen wir dein Pokémon-Team fit machen? Aber natürlich, ich lege die Pokébälle in die wundersame Maschine und blinke ein bisschen damit und schon sind deine Pokémon geheilt. Glaubst du, dass Schwester Joy auf 400-Euro-Basis arbeitet? Ich glaube, schon. Warte mal kurz. Wir bestehen mal so eine kleine Feststellung auf. Ich glaube, Friseure arbeiten so auf 500-Euro-Basis oder so. 200 bis 500 Euro. Und das ist eine Krankenschwester. Die verdient etwas mehr, Herr Daniel. Ja, so. Also. Ich glaube, 1000 Euro oder so. Ja, Schwester. Vor allem, sie muss ja noch die Pokologie studieren. Sowas, guck mal, die Namenbewerter-Show. Können Sie bitte meinen Pokémon den Namen bewerten? Ja. Bitte. Nicht so scheiß Pikachu, Tunnel ist wichtiger. Oh. Ach so. Ich dachte, hier unten wäre jetzt direkt schon Troy, aber... Kann sein. Mal gucken. Ja, das sieht auch danach aus. Oh. Hieroglyphen, ne? Hieroglyphen? Ja, Hieroglyphen. Für mich sieht... Was ist das? Das ist Kyokre, ne? So zu das darstellen. Darüber denkt er wahrscheinlich auch da, was das ist. Nein, der denkt jetzt einfach, dass er das nächste Woche bei Meckes holt. Echt? Ja. Pass auf. Ich hab Hunger. Von der reinen Bildgewalt dieser Wandmalerei aus zu urteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben. Und seine Form erst, sie ähnelt der uns bekannten Mega-Entwicklung, aber irgendwas an ihr ist anders. Ja, das muss ich unbedingt näher untersuchen. Ich finde mich und beobachtet. Du bist... freut mich, Daniel. Jetzt hätte ich fast vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Troy. Ich wollte schon fast sagen, jetzt hätte ich mich fast vergessen, wie ich heiße. Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich Land auf, Land ab durch die weite Welt. Na nun, du hast einen Brief für mich. Ja, war ja unwiderruflich treu den Brief, oder Troys Brief. Lass mich mal überlegen. Hier, ich hab's, ich möchte dir diese Themen schenken. Sie enthält Stahlflügel, meine Lieblingsattacke. Damals war es übrigens TM 47. Mhm.
Wie wärst du denn hier im Was denn jetzt? 51. Echt? Ja. Was ist denn jetzt auch dazugekommen? Ja, es sind einige Tapes dazugekommen. Ich glaube, es gibt 100. Standpauke müsste so eine der letzten sein, soweit ich weiß. Standpauke? Ja, es müsste, glaube ich, TM 95 oder TM 100 sein. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ich weiß nicht, Leute, seid ihr auch so ein bisschen krank? So ja, Alter, Leute, das geht mal absolut gar nicht, oder? So krank sein und so, ne? Ich habe mir jetzt den Zielo mal dazugeholt, damit ich nicht ganz so krank klinge, aber... Ja. Ja, geht's nicht hoch. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Hürde nicht so richtig erkunden kann. Ja, also momentan geht's ja noch nicht. Also ja. Wir brauchen dann im Prinzip Kraxler. Das Fahrrad. Nee, das Fahrrad, nee, das Allrad. Das Fahrrad, genau. So. Das Allrad, nicht das Kunstrad. Und ich würde mal sagen, mit dir machen wir. Warte kurz, geh mal zurück. Was denn? Halt. Ja, Alter, diese Steine da unten, das sieht doch richtig episch aus. Ich finde, das ist ein. Ja, ich. Also so sahen die Dächer, also die Dächer sind original nachempfunden, was ich saugeil finde. Aber was ich ein bisschen schade finde schon fast, die Bäume in Fausterhafen waren eigentlich immer was Besonderes gewesen. Und jetzt sind da einfach nur diese Standard-Tannenbäume. Das hätte man vielleicht besser bauen können. Was waren da sonst für Bäume? Ich glaube, das war so, ich weiß nicht, wie man die Bäume nennt. Also so Bäume, die mehr im seichten Wasser wachsen. So ähnlich wie bei Moosbach City halt. Da haben sie es relativ gut hinbekommen, muss ich sagen. Aber hier jetzt halt nicht so. Ach ja, ich habe eine Nachricht von Mr. Trum von der Devon Corporation erhalten. Er bittet dich, die Devon-Waren in der Werft von Captain Bridge in Graphitport City abzuliefern. Also wohin darf ich dich mitnehmen? Ich würde mal sagen, wir fangen Graphitport City hin, ne? Na, also Blütenbach City immer so backstappen. Alle hopp. Das ist jetzt schön, denn das, was jetzt kommt, habe ich noch nicht gesehen. Also die Fahrt. Obwohl, naja, so speziell war sie jetzt auch nicht. Das finde ich schade, dass man nicht sieht, wie man mit dem Schiff so daherfährt, mit der schönen Musik. Ja. Und oh Mann, war das toll. Also man hat es in der letzten Folge gesehen, da hat man so das Schiff und mit Wingo so ein bisschen rumfliegen gesehen, aber hier habe ich das jetzt doch ein bisschen vermisst. Meine Damen und Herren, es sind schon wieder 22 Minuten rum mit einem Alter. Part von... Ja, es geht sau schnell, das sage ich dir. Es sind Kindheitserinnerungen, da geht das immer ratzfatz rum hier. Das waren 22 Minuten aus der Höhenregion mit Justin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und favorisieren natürlich an der Stelle nicht vergessen, sofern es das getan hat. Hier sind noch einmal einige Let's Plays, die euch vielleicht interessieren könnten im kompletten Überblick. Auch meine Let's Plays. Ja, pst. Und hier sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Alpha Saphir. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.